Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen uns weiter mit Logspace und nLogspace beschäftigen und wir haben ja bereits ein paar Probleme gesehen, die in Logspace, in nLogspace und in P liegen und die wollen wir jetzt in den nächsten Videos noch genauer verstehen. Wir wollen noch genauer verstehen, wo diese Probleme genau liegen. Ja, was meine ich damit? Naja, wir haben zum Beispiel Probleme in nLogspace gesehen, sowas wie Erreichbarkeit in gerichteten Graphen. Wir wissen, dass es in nLogspace ist, wir wissen aber nicht, dass es nicht in Logspace liegt. Und dafür werden wir dann in den nächsten Videos so einen Vollständigkeitsbegriff definieren. Wir werden NL-Vollständigkeit und P-Vollständigkeit definieren und dann zeigen, dass hier gewisse Probleme eben NL-vollständig und P-vollständig sind. Aber bevor wir das Ganze machen, möchte ich unsere Aufmerksamkeit nochmal kurz auf eine Frage lenken. Und zwar die Frage, ist Logspace gleich NLogspace? Ich meine, wenn die beiden Klassen gleich wären, dann könnten wir uns das direkt sparen. NL-Vollständigkeit zu definieren ist das gleiche wie in L zu sein. Aber, ich meine, wie komme ich überhaupt auf die Frage? Ja, warum ist das eine interessante Frage, Logspace gleich nLogspace? Wie könnte man darauf kommen? Naja, ich würde sagen, wir haben schon einmal eine Situation erlebt, in der was ziemlich Ähnliches passiert ist. Und zwar besagt ja der Satz von Savage, dass P-Space gleich NP-Space ist. Also eine deterministische und eine nicht deterministische platzbeschränkte Klasse haben sich als die gleiche Klasse herausgestellt. Und da könnte man natürlich jetzt zu Recht erstmal fragen, passiert dasselbe nicht auch bei Logspace und nLogspace? Na, um das festzustellen, könnte man vielleicht nochmal den Satz von Savage so ein bisschen genauer angucken. Ja, man muss sich den Beweis nochmal genau angucken und analysieren, was genau da passiert ist. Da gehe ich als Erinnerungshilfe nochmal hier auf die alten Folien zurück, wo wir den Satz von Savage behandelt haben. P-Space in NP-Space ist natürlich klar. Die interessante Richtung ist nur, warum ist NP-Space enthalten in P-Space? Also wie kann man aus einer nicht deterministischen polynomiell platzbeschränkten eine deterministische polynomiell platzbeschränkte Maschine machen? Und nach dieser genialen Idee von Savage kann man es eben so machen. Man stellt sich diesen Konfigurationsgraphen vor, der ursprünglichen nicht-deterministischen Maschine. Der hat zwar exponentiell viele Knoten, man kann aber trotzdem sehr platzsparend darin Erreichbarkeit testen von der Start zur akzeptierenden Konfiguration, indem man sich nur polynomiell viele von den Knoten gleichzeitig merken muss. Ja, auf eine ganz geschickte Weise, wiederhole ich jetzt nicht nochmal, wie das geht. Aber zusammenfassend, hier, das war dann der Platzverbrauch letztendlich für diesen Algorithmus. Der sagte, wenn wir vorher eine P-platzbeschränkte Turing-Maschine hatten, dann haben wir daraus eine P zum Quadrat platzbeschränkte deterministische Turing-Maschine gemacht. Man könnte den Satz von Savage also ein bisschen allgemeiner formulieren. Man könnte sagen, wenn wir eine nicht deterministische S von N platzbeschränkte Turing-Maschine haben, das soll jetzt mal dieses N-Space von S von N bedeuten, dann lässt sich dasselbe Problem auch lösen von einer deterministischen Maschine mit S von N zum Quadrat viel Platz. Also wenn man irgendeine nicht deterministische Turing-Maschine hat, die polynomiell platzbeschränkt ist für irgend so ein Polynom P, dann gibt uns der Satz von Savage eine deterministische Turing-Maschine, die das gleiche Problem löst und P von N zum Quadrat platzbeschränkt ist, aber P von N zum Quadrat ist immer noch ein Polynom. Ja, wenn wir ein Polynom quadrieren, dann ist es immer noch ein Polynom. Der Grad verdoppelt sich vielleicht. Ja, n hoch 3 quadriert ist n hoch 6 und so. Aber es ist immer noch ein Polynom und daraus folgt dann NP-Space ist enthalten in P-Space. Aber wir können jetzt auch für unsere Platzbeschränkung hier mal den Logarithmus einsetzen. Also N-Space von Logarithmus von n, was sozusagen einfach die Klasse N-Log-Space ist. Ja, und gucken, wo wir dann rauskommen damit. Wir starten also mit einer nicht-deterministischen Maschine, die c mal log n platzbeschränkt ist, c irgendeine Konstante, denn so hatten wir ja nLogspace definiert. Und dann kommen wir raus bei einer c Quadrat mal log n zum Quadrat platzbeschränkten deterministischen Turing-Maschine. Und das Problem, das liegt jetzt hier. Ja? An dieser Stelle haben wir den Logarithmus zum Quadrat. Ja, und Logarithmus von n zum Quadrat, das ist kein konstantes Vielfaches mehr von Logarithmus von n. Ja, es ist sozusagen ein logarithmisches Vielfaches vom Logarithmus, aber kein konstantes Vielfaches vom Logarithmus.
Das heißt, diese deterministische Turing-Maschine, die wir da rausbekommen, die löst zwar dasselbe Problem, aber das ist keine Log-Space-Maschine nach unserer Definition. Ja, und diese zwei, die wird man jetzt auch nicht durch Logarithmengesetze oder so wieder los. Ja, das ist wirklich eine Funktion hier, die schneller wächst als ein konstantes Vielfaches vom Logarithmus von n. Ja, dasselbe war irgendwie bei Polynomen kein Problem. Ein Polynom zum Quadrat ist immer noch ein Polynom, aber Logarithmus oder ein konstantes Vielfaches vom Logarithmus quadriert ist einfach nicht mehr ein konstantes Vielfaches vom Logarithmus. Das Ganze ist natürlich jetzt auch kein Beweis dafür, dass Logspace ungleich n-Logspace ist. Ja, und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, kann man jetzt eigentlich nur sagen, Logspace gleich n-Logspace, man weiß es nicht. Ja, das ist eine von vielen ungelösten Fragen in der Komplexitätstheorie. Es scheint irgendwie ziemlich schwierig zu sein, Komplexitätsklassen voneinander zu trennen. Berühmtestes Beispiel kennt ihr sicherlich, ist P gleich NP. Auch das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob n-Logspace gleich P ist oder Logspace gleich P. Es gibt ein paar Sachen, die man weiß. Man weiß zum Beispiel, dass Logspace ungleich P-Space ist. Man weiß, dass P ungleich X-Prime ist. Also wenn zwei Klassen sehr weit auseinander liegen, dann weiß man es meistens. Können wir auch nochmal ein Video darüber machen. Ja, das sind die Zeit- und Platzhierarchiesätze, die sagen, wenn man dasselbe Modell nimmt sozusagen, also zum Beispiel deterministisch zeitbeschränkt, und wir gehen einen Exponenten hoch von P zu X-Prime, dann sind die Klassen unterschiedlich. Ja, und auch für Platz, wenn wir deterministisch platzbeschränkt Logspace, P-Space gehen, die Klassen sind unterschiedlich. Aber um auf diese Fragen hier eine Antwort zu finden, müssen wir wohl noch sehr lange warten. Ja, vermutet wird, oder das vermute ich zumindest und ich glaube auch die meisten anderen theoretischen Informatiker, dass die Frage, dass die Antwort auf diese ganzen Fragen hier immer Nein lautet. Also man vermutet, dass diese Klassen wirklich alle verschieden sind, so wie man sie hier sieht, ja, und dass nie zwei von denen zusammenfallen. Aber die Beweistechniken dafür müssen wohl erst noch entdeckt werden, ist bisher noch niemandem ein Beweis gelungen. Aber diese Vermutungen, dass NL ungleich L ist, dass P ungleich NL ist und so weiter, die werden auch vor allem dadurch bestärkt, dass man eben viele P-vollständige Probleme kennt oder NL-vollständige Probleme kennt, also Probleme in diesen Komplexitätsklassen, von dem man einfach keinen Algorithmus sich vorstellen kann, auch nur, der in der jeweils niedrigeren Komplexitätsklasse liegt. Ja, und deswegen werden wir dann in den nächsten Videos anfangen, NL-Vollständigkeit und P-Vollständigkeit zu definieren.